Glück, Moldau, danke. Herzlichen Dank, Frau Hartens, eine Minute. Ein Wort zur Wahlrechtsreform als erstes. Also ich denke, dass man diese Reform, so wie die Gesellschaft polarisiert ist dazu, nicht ein Jahr vor der Wahl, vor der nächsten Wahl machen sollte. Das ist auch die wichtigste Kritik der Venedig-Kommission an dieser ganzen Vorbereitung derjenigen, die jetzt Moldau regieren. Ich glaube, dass diese Wahlreform, dass die nicht dazu führen wird, dass Politiker zuverlässiger werden und weniger Korruption in den politischen Eliten stattfindet. Das würde besser erreicht werden. Und auch das hat die Venedig-Kommission gesagt, wenn man die Parteienfinanzierung transparent machen würde und wenn es endlich mehr und unabhängige Medien in Moldau geben würde. Trotz dieser Kritik glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass die Europäische Union zuverlässig ist gegenüber Moldau. Wir haben eine Möglichkeit, durch die Implementierung des Assoziierungsabkommens etwas zu erreichen. Wir sollten allerdings unsere makrofinanzielle Unterstützung nicht bedingungslos geben. Gerade die Bürger von Moldawien wollen, dass wir unser Geld binden an Erfolge bei der Korruptionsbekämpfung. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Obermeier. Eine Minute.